zeige ich euch einen neuen Line Dance, und zwar Rave in the Grave. Der Line Dance geht über 4 Wände und hat 32 Counts. Wir starten zuallererst mit dem rechten Fuß und tanzen eine Wiege nach rechts, also Side, Platz und schließen dann die Füße. Dann geht es mit links los, eine Wiege nach links, Side, am Platz, schließen. Jetzt tanzen wir eine Wiege nach vorne mit rechts, vor, am Platz, schließen. Und die letzten beiden Schläge von dem Achter gehen wir 2 Schritte rückwärts. Ein mit links, ein mit rechts. Das Ganze zeige ich euch jetzt nochmal aus eurer Perspektive. Wir fangen mit rechts an, tanzen ein, seit am Platz, schließen. Mit links, seit am Platz, schließen. Mit rechts, vor, am Platz, schließen. Und dann 2 Schritte rückwärts, links, rechts. Das Ganze nochmal mit den Counts. Und 1, 2 und 3, 4 und 5, 6 und 7, 8. Beim zweiten Achter haben wir eine Drehung mit drin. Wir gehen den ersten Schritt mit links vorwärts, nachdem wir eine halbe Drehung getanzt haben. Das heißt, eine halbe Drehung vorwärts. Dann haben wir eine Vierteldrehung und gehen mit dem rechten Fuß einen Schritt seitwärts. Jetzt tanzen wir mit links ein Hinterkreuzen, mit rechts einen Schritt seitwärts und dann auf links wieder draufstellen. Jetzt kreuzen wir mit dem rechten Fuß vor den linken, setzen einen Seitwärtsschritt mit links an, kreuzen wieder rechts vor links und der letzte Schlag in dem Achter ist ein Rückwärtsschritt. Dabei drehen wir wieder ein Viertel und zwar nach rechts. Stehen also jetzt auf dem linken Fuß hinten, entgegen der Richtung, wie wir eben angefangen haben. Das Ganze nochmal mit den Counts. Wir fangen mit dem linken Fuß an und 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7, 8. Von hier aus haben wir jetzt einen Seitwärtsschritt mit rechts. Einen Seitwärtsschritt. Ziehen den linken Fuß an den rechten Fuß an. Tanzen jetzt mit links einen Seitwärtsschritt und kreuzen mit dem rechten Fuß vor den linken Fuß. Wenn wir diesen letzten Schritt machen, also das Vorkreuzen, wir haben hier Schritt auf Ball angesetzt, kreuzen vor. Gleichzeitig schnipsen wir beide Hände, also schnipsen nach außen und unser Kopf guckt nach unten. Diese Position halten wir einen Schlag, also haben wir auch 3 schnipsen und 4 halten. Dann haben wir wieder eine Drehung, und zwar eine Vierteldrehung auf dem ersten Schritt mit links rückwärts und dann nochmal eine halbe Drehung, wenn wir mit rechts vorwärts gehen. Jetzt fehlen uns noch 2 Schritte, bis der Achter zu Ende ist, da tanzen wir eine Vorwärtswiege nach rechts gedreht. Das heißt, wir gehen mit links einen Schritt vorwärts, stellen uns auf den rechten Fuß drauf, haben ein Viertel gedreht und schauen wieder in die gegengesetzte Richtung wie zu Anfang. Das Ganze zähle ich auch nochmal wieder mit den Counts mit. Wir sind am Ende auf links angekommen. Und 1, 2 und 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt fehlt noch ein Achter, und zwar der mit dem linken Fuß. Wir haben einen Schritt, kreuzen wir links vor rechts. Dann haben wir mit rechts einen Punkt zur Seite. Beim nächsten Schlag stellen wir uns auf den Schritt drauf und drehen ein Viertel nach rechts. Dann drehen wir weiter, wieder ein Viertel nach rechts, haben dabei einen Seitwärtsschritt. Jetzt haben wir eine Rückwärtswiege. Wir tanzen rück am Platz. Als nächstes haben wir eine Linksdrehung beim ersten Schritt. Drehen wir ein Viertel nach links und beim zweiten Schritt eine halbe Drehung nach links. Wir enden auf den linken Fuß und haben eine neue Wand. Von hier beginnt der Tanz jetzt von vorne. Ich zähle das Ganze nochmal langsam flüssig mit den Counts mit. In der ersten Ausrichtung, die wir getanzt haben. Und 1, 2 und 3, 4 und 5, 6 und 7, 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6 und 7, 8. 1, 2 und 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt zähle ich den Tanz nochmal über alle 4 Wände mit den Counts mit.
und 1, 2 und 3, 4 und 5, 6 und 7, 8, 1, 2, 3 und 4, 5, 6 und 7, 8, 1, 2 und 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 und 3, 4 und 5, 6 und 7, 8, 1, 2, 3 und 4, 5, 6 und 7, 8, 1, 2 und 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 und 4 und 5, 6 und 7, 8, 1, 2, 3 und 4, 5, 6 und 7, 8, 1, 2 und 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 und 3, 4 und 5, 6 und 7, 8, 2, 3 und 4, 5, 6 und 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Üben. Dieser Line Dance hat noch eine Besonderheit, also ein Tag, nennt man das beim Line Dance. Und zwar weichen wir einmal von diesen Schritten ab, die wir durchgehend tanzen, diese 32 Counts, und bauen an einer Stelle 8 neue Schritte ein. Das ist, wenn wir in der Musik einen Break hören, leiten wir bei diesem Tanz mit diesen 8 Schritten den Break ein. Das Ganze passiert, wenn wir an der 6. Wand angefangen haben. Ich erkläre euch einmal ganz kurz, wie man das zählt. Zu der Wand, wo wir starten im Raum, das ist unsere erste Wand. Dann ist dementsprechend, wenn ich den zweiten Durchgang tanze, das ist meine zweite Wand, meine dritte Wand, meine vierte, meine fünfte. Und wenn ich wieder zu der Wand tanze, ist es meine 6. Wand. Hier tanze ich die ersten 2 Achter ganz normal. Da verändert sich noch gar nichts. Also ich tanze 1, 2 und 3, 4 und 5, 6 und 7, 8, 1, 2, 3 und 4, 5, 6 und 7, 8. Die ersten 2 Achter. Jetzt fängt in der Musik der Break an und ich habe 8 Schritte, die ich jetzt hier bei diesem Line Dance einsetze. Und zwar ist es einmal mit rechts einen Schritt seitwärts, links an den rechten Fuß ranziehen, dann gehen wir mit links rück und wieder am Platz. Das Ganze auch noch zur anderen Seite, seitwärts, ranziehen, rück, am Platz. Zähl das einmal mit den Counts mit. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Danach starten wir in diese Richtung einfach den ganzen Line Dance von vorne. Also als ob nichts gewesen ist, fangen wir jetzt an mit 1, 2 und 3, 4 und 5, 6 und 7, 8 und so weiter. Das ist nur diese eine Stelle, wenn der Break anfängt. Lasst euch nicht davon verwirren, dass wenn ihr diese Schritte gesetzt habt, wenn der Break anfängt, ist es immer noch ruhig in der Musik. Trotzdem in der normalen Geschwindigkeit einfach wieder von vorne anfangen. Ja, das war diese kleine Besonderheit. Viel Spaß beim Üben!